Das Warten hat ein Ende. Es ist endlich wieder soweit. Das Mega-Kneipen-Festival ist zurück in der Dreiländerhalle in Passau. Zum ersten Mal auch mit uns, dem Kneipe-TV, dem offiziellen IPTV zum Festival. Genau, und das ist nicht die einzige Neuerung. Das Kneipenfestival hat sich mit zusammengetan mit den Jungs von Seasons Events. Und daher steht der heutige Abend unter dem Motto Love United. Und die Herren, die dafür verantwortlich sind, die treffen wir jetzt. Jetzt sind sie hier, die Menschen, die für das hier verantwortlich sind, für das Mega-Kneipen-Festival 2016. Allen voran natürlich Oliver Forster. Du hattest ja grundsätzlich die Idee fürs Mega-Kneipen-Festival. Die ganz große Neuerung in diesem Jahr ist die Kooperation mit diesen beiden Jungs von Seasons und mit Love United. Bricht ja sowas wie eine neue Ära an. Wie kam es dazu? Wir überlegen uns eigentlich seit längerem schon, was könnte man irgendwo machen, um insbesondere halt den Freitag attraktiver zu gestalten. Und so ist mir irgendwann Mitte des Jahres die Idee gekommen, mal mit den beiden, mit dem Martin und dem Max zu sprechen, was sie davon halten würden, eben ihre legendären Seasons-Partys bei uns aufs Kneipenfestival zu verlegen. Und die beiden waren sofort eigentlich Feuer und Flamme und in der Szene haben die einen sehr guten Namen. Es scheint ja so, wenn man Facebook anschaut, dass das Publikum das sehr, sehr gut annimmt. Woran liegt das, glaubst du? Ich denke mir einfach, dass es diesmal eine Wahnsinnschance ist in Passau, dass du einfach die Generationen da zusammenbringst in der Dreiländerhalle. Wir stehen mehr so für das Publikum der 18- bis 30-Jährigen. Das Kneipenfestival ist natürlich mit den Jahren ein bisschen altersmäßig gewachsen, sage ich jetzt einmal. Aber wie fein, wie nett er das sagt, gell? Schön. Wir werden alle nicht jünger. Aber ich sehe da eine gute Chance, dass man da, wie gesagt, diese beiden Brands, die beide sehr erfolgreich und legendär sind, im Passau zusammenschmeißt und was Gutes daraus macht. Was siehst du denn jetzt im Vorfeld dieser Veranstaltung als die größte Herausforderung überhaupt in der Vorbereitung? In der Vorbereitung ist es natürlich jetzt wichtig für uns gewesen, dass man die richtigen DJs mit an Bord holt, dass man, sag jetzt mal, die Bühne entsprechend an das neue Konzept ein bisschen anpasst. Ob das dann funktioniert, werden wir morgen sehen. Das wird man sehen. Also man kann im Endeffekt im Vorfeld immer nur mutmaßen. Natürlich ist es unser Ziel, irgendwo eine gewisse Bewegung reinzubringen und eben an beiden Tagen für verschiedene Zielgruppen auch dann das passende Angebot zu bieten. Die Bilder von der großen Party, die seht ihr jetzt. Meine Herren, vielen Dank. Heute ist ja Love United. Mit was für einem Spruch könnte denn ein Mann euer Herz erobern? Vielleicht, wenn er zu mir sagt, ich habe schöne Beine oder meine Figur hat ihn irgendwie angesprochen. Ja, ich habe überhaupt gar keine Zeit zum Sprechen. Ich fotografiere einfach und dann suchen wir die Hübschesten raus und die schreibe ich dann an. Eher was ehrlich, nichts Aufdringliches und nicht gekünstelt. Nicht aufdringlich sein? Nice shoes, let's fuck. Gibt es auch schon ganz schlechte Sprüche, die ihr mal gehört habt? Ja, zum Beispiel das, ob es Wetter hat, wenn man vom Himmel runtergefallen ist. Wow, was bist du für eine Bombe? Sind deine Eltern Terroristen? Das finde ich mega schlimm. Das hat wirklich wer zu dir gesagt? Zu mir hat jemand mal den richtigen Standardspruch gesagt. Ich habe meine Handynummer verloren, kann ich deine haben. Ich wüsste jetzt ganz einen versauten Spruch, aber da mag mich dann keiner mehr morgen. Oh ja, bitte, komm, sag mal den. Sag mal den. Oh ja, komm. Ich tanze, wenn dann an. Vor einigen Jahren, auch hier am Kneipenfestival, ist einer zu mir gekommen und hat gemeint, ja Mai, du bist aber Schöne. Aber das ist doch nett, oder? Ja, wenn man sturzbetrunken ist, dann, also wenn derjenige sturzbetrunken ist, dann ist das nicht so toll. Nice shoes, let's fuck. Nee, das ist wirklich ein versauter Spruch. Und den wollen wir wissen. Der ist so plump, ja. Und wenn der, er? Der geht nur im Sommer im Freibad. Erzähl, Mann. Darf ich dich mal ins Becken stoßen? Kannst du schon schwimmen, oder? Den kenne ich sogar. Ja, aber nicht schlecht. Nice shoes, let's fuck. Bei so viel Tanzwütigen haben wir uns gedacht, wir machen eine kleine Competition und ihr zeigt uns eure besten Tanzmoves. Hier sind die Top 5. Kaum bei den Securities vorbei wird schon getanzt. Das gehört belohnt. Auf Platz 5. Auf Platz 4 wird zum ersten Mal geschuffelt und zwar im Hip-Hop-Style. Gar nicht schlecht. Platz 3 gehört wieder den Ladies. Jetzt wird's heiß.
Auf Platz 2 wird's langsam richtig professionell. Tolle Beinarbeit. Und angekommen auf Platz 1, mitten auf der Tanzfläche entdeckt und ungeschlagen, zumindest in diesem Jahr. Und das war's auch schon mit dem ersten Tag hier am Mega-Kneipen-Festival in Verbindung mit Love United. Vanessa, mir hat Spaß gemacht. Wie geht's morgen weiter? Morgen geht's weiter mit der Band Groove and Affairs und natürlich mit unserem Kneipe-TV. Absolut. Und jetzt hauen wir uns ins Getümmel. Ciao.